Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, was die formale Repräsentation von regulären Ausdrücken ist, auf Englisch genannt auch Regular Expressions oder ganz kurz Regex. Auf Deutsch heißen sie einfach reguläre Ausdrücke. Die formale Methode, die sozusagen die mathematische Methode, reguläre Ausdrücke vorzustellen oder aufzuschreiben, ist etwas umständlicher, wie jede mathematische Notation. Allerdings natürlich viel kompakter und viel verständlicher und viel genauer, als wenn man es mit einem endlichen Automaten machen würde oder irgendwie oder mit einem einfachen Text. Als allererstes, was sind überhaupt reguläre Ausdrücke? Reguläre Ausdrücke ist, wenn ich verschiedene Muster in einem Text erkennen möchte, verschiedene Muster definieren möchte, wie zum Beispiel genau drei Zahlen gefolgt von einem Buchstaben von A bis F oder eine korrekte Darstellungsweise von einer hexadezimalen Zahl, also mit 0x vorne. Oder von einer oktalen Zahl oder auch etwas kompliziertere Sachen wie zum Beispiel ein Datum, das entweder mit Zahlen angegeben wurde, der Monat oder mit richtigem Text, vielleicht mit Strichen oder mit Punkten dazwischen ist und so weiter. Natürlich kann man einen regulären Ausdruck auch mit einem ganz normalen Text beschreiben oder eben beim Programmieren mit einer Reihe von if, then, else und verschiedenen Regeln auch zustande bringen. Allerdings ist der reguläre Ausdruck etwas, was sich mittlerweile durchgesetzt hat. Fast jede Programmiersprache hat verschiedene Bibliotheken für reguläre Ausdrücke. Auch die Betriebssysteme, die wir gut kennen, wie zum Beispiel Linux oder macOS, haben eine Möglichkeit, mit regulären Ausdrücken zum Beispiel im Dateisystem zu suchen. Deswegen sind reguläre Ausdrücke für uns wirklich sehr interessant. In diesem Video stelle ich Ihnen natürlich nicht die komplette Palette von regulären Ausdrücken vor. Das können Sie entweder irgendwo im Internet nachlesen. So viele sind sie auch nicht, aber die Beispiele werden mit der Zeit sehr, sehr groß und sehr kompliziert. Oder eben das PDF nachlesen, das ich für meine Studierenden bereitgestellt habe. Widmen wir uns erstmal ein paar sehr, sehr einfachen Beispielen. Das einfachste reguläre Ausdrücke, den ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel in irgendeinem bestimmten Text, sagen wir mal eine größere Textdatei, einfach nach einem ganz bestimmten Wort oder nach einem ganz bestimmten Reihenfolge von Zeichen zu suchen, wie zum Beispiel einfach nach ich. Das wäre das Einfachste. Allerdings hat das wenig zu tun mit einem richtigen regulären Ausdruck. Der einfachste reguläre Ausdruck, den man so kennt, ist zum Beispiel zu sagen, ich suche genau nach A oder B. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas sehen. Und was sehen wir jetzt hier? Da sind die rechteckigen Klammern, beinhalten drin das Muster selbst. Und das Muster selbst ist verbunden miteinander mit einem Oder. Das heißt, ich suche entweder nach einem A oder nach einem B. Wenn ich jetzt durch den Text laufen würde, würde ich überall die A's und die B's erwischen und sie als einzelne kleine Muster oder als einzelne kleine Strings zurückgeben. Wenn ich nach allen möglichen Kleinbuchstaben suchen möchte, dann würde ich sowas hier machen, und zwar A bis Z. Dieser Strich bedeutet jetzt von A bis Z geordnet nach der ASCII-Tabelle. Und jetzt kann ich nach allen möglichen Buchstaben suchen, immer noch aber nach genau einem Buchstaben. Wie könnte ich jetzt zum Beispiel nach Buchstaben suchen, die genau A, B sind? Also zuerst steht ein A und danach steht unbedingt ein B. Das mache ich, indem ich in der ersten rechteckigen Klammer ein A schreibe und in der zweiten rechteckigen Klammer ein B schreibe. Die zwei rechteckigen Klammern sind jetzt nacheinander geschachtelt. Die sind mit einem Und sozusagen verbunden. Das heißt, ich suche jetzt tatsächlich nach allen Mustern, wo das A vorne steht und B hinten steht. Ich kann auch sagen, aber ich möchte entweder AB oder nach BA suchen. Das würde so aussehen, dass ich hier vorne nach AB suche und hinten auch nach einem AB suche. Das bedeutet, vorne könnte ein A oder B sein, hinten könnte ein A oder B sein.
Beispiele dazu wären also AB, AA, BB oder BA. Okay, so, wie könnte ich jetzt, was kann ich noch so alles machen? Ich kann natürlich auch nach Klein- oder Großbuchstaben suchen. Wie würde das funktionieren? Ich kann hier vorne sagen, A klein oder groß A und vorne und hinten auch genau das gleiche für das B. Das muss ich tatsächlich extra machen für Klein- und Großbuchstaben, denn in der ASCII-Tabelle wissen Sie, das sind zwei vollkommen verschiedene Zeichen, auch wenn sie für uns als tagtägliche Buchstaben natürlich keinen großen Unterschied haben, nur in der Grammatik, nur vielleicht im Aufschreiben. Ein etwas komplizierteres Beispiel wäre zu sagen, ich möchte ein Muster erkennen, wobei zuerst ein Kleinbuchstabe kommt, danach ein Großbuchstabe kommt und danach zum Beispiel eine Zahl von 0 bis 9. Versuchen wir das doch mal. Vorne sollte ein Kleinbuchstabe kommen, das heißt A bis Z. Hinten soll ein Großbuchstabe kommen, also A bis Z. Und ganz am Ende sollte eine Zahl kommen von 0 bis 9. Das funktioniert genauso wie bei den Buchstaben 0 bis 9. Das würde sozusagen jetzt alles Mögliche erkennen, wie zum Beispiel A, E, 5 oder, weiß ich auch nicht, Y, A, 8, 7, irgendwie sowas. Also alles Mögliche, was letztendlich vorne ein Kleinbuchstabe hat, danach ein Großbuchstabe und danach genau eine Zahl. Stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, könnte ich denn nicht sagen, mehrere Kleinbuchstaben oder mehrere irgendetwas, aber ich weiß noch nicht, wie viele genau. Das geht auch, versuchen wir es anhand von diesem letzten Beispiel genau das zu machen. Und zwar habe ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder ich weiß, da kommt mindestens so ein Zeichen vor und das könnte ich jetzt so abändern, in meinem existierenden Beispiel, dass ich hier sage plus und dann der Rest, den Rest lassen wir genauso wie er war. Das würde jetzt bedeuten, dass die vorderen Buchstaben, dass die Kleinbuchstaben, mindestens ein Kleinbuchstabe da ist, könnten aber 6, 7, 8, 20, 120 sein. Wenn ich das nicht möchte und wenn ich mir zum Beispiel nicht sicher bin, ob vorne überhaupt ein Kleinbuchstabe vorkommt, das kann sein, dass es manchmal ganz viele sind und manchmal gar keine, dann benutze ich stattdessen das Sternchen als Zeichen. So kann ich mir jetzt vorstellen, dass vorne entweder genau eins, das wäre hier, genau ein Kleinbuchstabe existieren muss. Hier dagegen im zweiten Beispiel weiß ich, da kann auch gar kein Kleinbuchstabe existieren. Prinzipiell sind das die wichtigsten regulären Ausdrücke, die Sie kennen müssen. Es gibt eine Reihe von weiteren Zeichen, um nach ganz bestimmten Sachen zu suchen, wie zum Beispiel am Anfang von einer Zeile oder statt 0 bis 1 zu sagen oder AZ klein, AZ groß, gibt es auch verschiedene sozusagen Shortcuts dafür. Aber prinzipiell ist das Allerwichtigste hier, was ich Ihnen bereits vorgestellt habe, die rechteckigen Klammern mit den Regeln, dass sie da drin tatsächlich mit einem oder verbunden sind und außerhalb die verschiedenen rechteckigen Klammern sind verbunden mit einem und. Das ist nun mal sehr wichtig und Plus und Sternchen sind wirklich sehr wichtige Zeichen für uns. Alles andere kann man auch weiterhin so definieren und wenn innerhalb von einem rechteckigen, von einer rechteckigen Klammer nur ein einziger Buchstabe ist oder ein einziges Zeichen, wie zum Beispiel auch Intervall oder Strich oder Doppelpunkt, dann kann man sich die rechteckigen Klammern letztendlich auch sparen. Wir machen mal ein ganz kleines Beispiel hier. Gehen wir doch mal zurück hier zu A oder zu A und B. Das ist letztendlich hier genau das gleiche wie zu sagen A, B. Oder hier bei Ich könnte ich es genauso sagen, dass es zuerst ein I ist, danach ein C und danach ein H ist. Das ist genau das gleiche. Wie gesagt, den Rest würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie sich nicht mit einem langweiligen Video damit beschäftigen, sondern eine kurze, prägnante Zusammenfassung durchlesen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den regulären Ausdrücken.